Ja, hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und da bin ich mal wieder, direkt nach Ostern, noch in den Ferien. Und ich hoffe, ihr habt die Zeit gut über die Bühne bekommen, auch ohne großartige Familienbesuche. Hat natürlich auch den Vorteil gehabt, man wird nicht durchgefüttert und braucht jetzt nicht irgendwie verzweifelt versuchen, die 3 Kilo wieder runterzukriegen, die man da drauf gefuttert hat. Der Feiertagsbraten ist ausgeblieben, hab mir irgendwie so Chicken Nuggets gemacht mit so einer asiatischen Honig-Ingwer-Soße aus dem Internet. War ganz lecker und hat auch geschmeckt. Ansonsten 2 Dinge, die ich heute mit euch besprechen wollte. Einmal die Pflanzenhex, die ich begonnen hatte. Vielleicht habt ihr auch ein paar von denen gemacht und übernommen. Und da gibt es ein bisschen was zu berichten, wie die geworden sind. Das klappt nämlich soweit eigentlich ganz in Ordnung. Ne, zum Beispiel die Ananas. Das ist die Baby-Ananas. Die habe ich jetzt irgendwann aus dem Becher raus einfach in den Topf gestellt. Und die scheint auch einigermaßen zu funktionieren. Zumindest, auch wenn sie äußerlich ein bisschen gammelig aussieht, in der Mitte sind die grünen Blätter geworden und wachsen auch. Ich glaube, das Ding hat sich erholt und berappelt. Die große Ananas, da sieht es ein bisschen mau aus. Da sind zwar auch noch ein paar grüne Blätter, die es überstanden haben, aber insgesamt ist der Zustand doch eher so semi-optimal. Bin mal gespannt, ob sich das Pflänzchen hier noch berappelt oder irgendwann feierlich beerdigt werden muss in der Biotonne. Was super funktioniert hat, die Paprika. Da ist wirklich jeder einzelne Samen tatsächlich angegangen. Und bin gespannt, ob das jetzt eine fruchttragende Pflanze wird oder einfach nur grün in der Ecke rumsteht und nichts macht, weil es ein Hybrid ist. Ich habe es nicht bei dem einen Versuch gelassen. Hier in der Mitte Tomaten, ganz normal als Saatgut gekauft. Das sind so Cherry-Tomaten, die wären auf jeden Fall was für den Balkon. Unten Kiwi, auch da, wenn ihr die Kiwi aufschneidet, diese kleinen Fusselsamen rauspulen. Einpflanzen. Habe ich allerdings erst vor 2 Tagen gemacht. Noch keine Ahnung, wie es geworden ist. Ja, und apropos, wie es geworden ist. Morgen setzen sich ja die klugen Köpfe unseres Landes nochmal zusammen und entscheiden, wie es dann am nächsten Montag nach den Ferien weitergeht. Im Grunde genommen, ja, so ein paar Sachen habt ihr sicherlich auch schon gehört, dass die einen sagen, ja, zumindest erstmal die Kleinen loslassen, damit die schon mal versorgt sind. Dann die Großen, ja, die kriegen das mit dem Homeschooling auch ganz gut hin. Die können sich selber organisieren. In der Mitte muss man dann mal schauen. Einer hat auf jeden Fall gesagt, keine Klasse mit mehr als 15 Leuten. Hehe. Das kann ja eigentlich nur so aussehen, dass man immer im Wechsel erst die eine Hälfte, am nächsten Tag die andere Hälfte, dann die eine Hälfte und dann wieder die andere Hälfte macht. Und bei 5 Tagen in der Woche passt das ziemlich gut. Das heißt nämlich, die nächste Woche drauf ist dann versetzt, sodass dann auch jeder gleich viele Stunden hat. Wenn ich beispielsweise eine Klasse habe, 2 Stunden, einmal am Montag, einmal am Mittwoch in Erdkunde, dann sehe ich ja 2-mal nur die erste Hälfte, wenn man das immer im normalen Wechsel macht. Aber dadurch, dass das ja mit dem 5. Tag am Freitag dann sich versetzt, habe ich dann in der nächsten Woche 2-mal hintereinander die andere Hälfte. Da kann man einfach in der Mitte einen Schnitt machen, dann macht man sich als Schule einen Terminkalender, setzt den auf die Homepage, können die Eltern mal gucken, aha, jetzt die erste Hälfte der Klasse und dann die andere Hälfte. Der Klassenlehrer kann ja einfach noch die Liste an die Eltern schicken, wo jetzt der Cut gemacht wird, ob bei Nummer 14 oder bei Nummer 15 oder auch woanders. So könnte es dann funktionieren. Auf jeden Fall Mundschutz. Den kann man sich dann schon mal selber nähen. Und einen guten Tipp, den ich gehört habe, hatte ich gar nicht so auf der Rechnung, was ziemlich gut sein soll, und zwar noch besser als der normale Einwegmundschutz, den man bei Nagelstudios oder sonst irgendwo sieht, Staubsaugerbeutel. Dass man einfach vom Staubsaugerbeutel so eine Ecke abschneidet und sich die mit 2 Bändern dann halt einfach über diesen Mund-Nase-Raum stülpt. Sieht wahrscheinlich witzig aus, aber der Staubsaugerbeutel soll da tatsächlich mehr Viren und mehr Bakterien oder mehr Dreck aus der Luft abfangen als wirklich alles andere. Ich meine, das ist auch die Aufgabe eines Staubsaugerbeutels. Wie sähe es denn dann in der Wohnung aus, wenn er das nicht packen würde? Würde ja hinten wieder der ganze Qualm rauskommen. Das sind dann so die Möglichkeiten. Wie es dann mit der Schule insgesamt etwas längerfristig funktionieren kann, dann stellt euch mal vor, das ist ja auch nur eine Frage der Zeit,
irgendwann haben wir, ne? Also wir sind jetzt eine Schule mit 900 Leuten, es gibt Schulen, die sind weitaus größer. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis irgendjemand Corona hat. Und dann wird man von einer normalen Schule plötzlich zu einer Quarantäneschule. Das heißt, 2 Wochen alle in Quarantäne. Alle? Alle Lehrer, alle Mitschüler. So, und wenn dann die Quarantäne nach 2 Wochen aufgehoben ist, gehen wir wieder in die Schule. Dann dauert es wieder 1, 2, 3 Wochen, bis der Nächste es hat. Und dann geht das ganze Spielchen von vorne los. Das wird lustig. Dann haben ja auch einige Leute vorgeschlagen, man sollte die Sommerferien verlegen. Aber das ist mir nicht einleuchtend genug, warum man das machen sollte, weil der Virus ist ja auch, selbst wenn man jetzt die Sommerferien direkt an die Osterferien quasi dranhängen würde, was hätte man damit gewonnen? Dann hat man Hochsommer, muss dann in die Schule, weil man hat die Ferien aufgebraucht, aber der Virus ist ja immer noch da. Der macht ja keine Ferien. Der geht jetzt bis zum Ende des Jahres, hält er durch. Von daher die Osterferien am besten da lassen, wo sie sind. Dann könnte man nämlich jetzt wunderbar ausprobieren. Wenn man jetzt nämlich die Schulen wieder aufmacht, zumindest erstmal so halb, und vielleicht dann so 2, 3 Wochen merkt, oh, wir können noch ein bisschen mehr versuchen. Wenn dann die Ansteckungsrate wieder hochgeht, dann kommen nämlich genau richtig zum richtigen Zeitpunkt die Sommerferien, wo dann erstmal 6 Wochen wieder Pause ist. Von daher, lasst die Sommerferien bloß da, wo sie sind. Ich möchte auch ungern bei 35 Grad da oben bei uns unterm Dach. Nee, kann man keinem zumuten. Aber da schauen wir einfach mal, was jetzt unsere Führungsetage morgen raushaut. Ich denke mal, so etwas in der Richtung wird wohl kommen, sodass ich eigentlich jetzt schon sagen kann, liebe Leute, vermutlich werden wir uns mal wiedersehen demnächst. Nicht direkt am Montag, denn ihr wisst ja, beweglicher Ferientag, wir haben den ja noch hinten dran gehängt, bei uns an der Schule, ich sage jetzt ganz deutlich, nur an meiner Schule, da wo ich bin, geht es erst am Dienstag wieder los. Nicht, dass ihr ankommt, an anderen Schulen seid und dann sagt, ja, aber der Lehrer hat im Internet gesagt, es geht erst Dienstag los. Nein, die allermeisten Montag, nur wir am Dienstag. Genau. Ansonsten hoffe ich, dass ihr noch eine schöne Zeit habt. Genießt noch ein wenig die Sonne, haut euch in den Garten. Es ist ja schon, ja, heute ist mal ein bisschen kühler mit 12 Grad. Hat mich gewundert, weil ich gucke hier aus dem Fenster. Blauer Himmel, Sonnenschein. Man tritt einen Fuß auf den Balkon und denkt so, kalt. Aber für April 25 Grad war ja auch nicht normal. Aber so wie es jetzt ist, darf es gerne bleiben. So mag ich das. Sonnig, heiter. Man stelle sich mal vor, wir müssten jetzt hier noch, wir hätten jetzt die ganzen 3 Wochen oder 4 Wochen, sind schon 4? Vom 16. sind wir angefangen, ne? 16. Ja, knapp 3 Wochen. Stellt euch mal vor, wir hätten die ganzen 3 Wochen hier so ein trübe, graues, Miesepeter-Wetter gehabt. Dann wäre die Stimmung aber im Keller. Halleluja. Aber so hoffe ich, dass ihr alle auch ein bisschen Spaß habt. Und vor allen Dingen ganz wichtig, fangt was an mit eurer Zeit. Tschüss.